So, herzlich willkommen zurück zu einer. Da war da oben so ein Fleck gerade im Desktop-Hintergrundbild und ich dachte schon, so ein Fleck auf dem Monitor. So, what the fuck? Naja, so, wir holen uns jetzt nochmal, also wir speichern jetzt nochmal richtig ab. Das heißt, unsere aktuelle Fracht-Weltmission werden wir erstmal hier canceln. War ja erstmal nur ein Punkt auf dem GPS. Wir haben ja noch keine Mission angenommen, zum Glück. So, jetzt werden wir mal speichern. Und dann werden wir nochmal ein bisschen hier auf die Kacke hauen. Spielstand. Speichern. Bam. So. Und zwar holen wir uns von der Bank nochmal 10.000 Dollar. So ungefähr. Einfach mal so 10.000 Dollar, ja, easy. So, die schmeißen wir erstmal in die. Komm, du kannst da bleiben. So, und jetzt gucken wir mal. LKW-Händler. Wir wollten ein Petabyte, ne? Das war das, was wir haben wollten. Ach, oh, wir sind sogar direkt da. Besuch ausgewählten Händler, ja. So, und da gucken wir jetzt mal. Wir wollten diesen klassischen haben, den hier, weil der einfach geil aussieht. Ausführung ändern. So, hier, also das Allerwichtigste, ja, das Allerwichtigste. Danke. Okay, das sieht so natürlich super geil aus. Da brauchen wir jetzt doch definitiv das Ding hier. Ja. Aha, schon sieht es besser aus. So. Hier haben wir nur eine angetriebene Achse. Ach nee. Wieso war das so weit hochgescrollt? Hätte man doch auch locker, weiß nicht, zum Beispiel so scrollen können. Gut, wir nehmen natürlich hier Doppelrad angetrieben, also beide Achsen angetrieben. Ach, das gibt's mit der Kabine nicht. Was denn das für ein Müll? Okay, warte mal, machen wir den Warenkorb erstmal leeren. Das macht ja so gar keinen Sinn. Okay, das heißt, wir sind hier echt hart limitiert, was die Ausführung angeht. Die können wir alle mit der großen Kabine nicht benutzen. Mit der großen Kabine geht es erst ab hier los. Das ist ja behindert. Ah ja, gut, dann haben wir erstmal nur eine angetriebene Achse. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Wir fahren ja jetzt nicht so viel durch unbefestigtes Gelände. Von daher ist zwar scheiße, aber hey, was soll's. So, Motor. Ach, der geht auch nur bis 500 PS. Ja, gut. Dann bringt das uns ja alles gar nichts. Wenn der auch nur bis 500 PS erstmal geht. Ich meine, vielleicht haben wir hier etwas bessere Getriebe. Aber wir haben hier auch maximal 18 Gang. Weiß ich nicht, wie das Differential war bei dem anderen. Also das Verhältnis insgesamt. Ah, ah, nee, aber. Eigentlich dachte ich, dass wir hier wesentlich mehr Motorleistung rausbekommen schon, aber der geht bisher auch nur bis 500 PS. Weiter geht's erst ab Level 12. Ah, schade. Und doch das dürfte kein leistungsstärkerer sein. Ja, guck mal, mache ich hier raus. Ja, weg, weg. Ich kann es nicht mehr sehen. Fahrzeugbrowser, LKW-Browser. So, mal gucken hier. Wir wollen mal hier, da und dann da. Du gehst hoch bis 600 PS. Ja, das heißt, das hier werden nichts mehr in Stufen. Ist ja auch ab Level 14. Ah, nee. Okay, also hier brauchen wir noch 4 Level. Dann gucken wir mal an, was dieser Petabyte, der da, der da, der da. Ja, wo denn jetzt so? Wo ist denn der? Hä? Da oben. Wieso ist hier Petabyte, dann Volvo und dann wieder Petabyte? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Sind die dumm? Ja, so, und hier hätten wir ab Level 12 510 PS. Wow, das ist genau das, was ich brauche. Okay, wow. Der hat doch die gleiche Newtonmeter, also der dreht sich halt nur ein bisschen langsamer. Ja, wow. Das ist, ja, 550 PS, Level 15, genau das gleiche wie bei dem anderen.
Der geht doch nur mit 625 PS. Ja, nee, das bringt uns alles noch nicht so viel. Schade, schade, schade. Ich hätte echt gedacht, der ist ein bisschen leistungsstärker als dieser uralte. Nein, der geht ja auch schon mit 600 PS. Ist also fast gleich leistungsstark. Die 25 PS drauf geschissen. Also, das macht den Kohl ohne mehr fett. Gut, der kommt natürlich auch noch auf die Newtonmeter an. Da hat er nur 2700 Newtonmeter. Während der andere, glaube ich, fast 3000 hatte. Ah, ne, auch nur 2700. Ah, ich sag ja, so viel nehmen die sich alle nicht. So viel nehmen die sich tatsächlich nicht. Ha. Okay. Das heißt aber im Klartext, wir werden doch erstmal bei dem hier bleiben. Wir können höchstens mal gucken, ob wir den jetzt ein bisschen aufrüsten können. Der war ja von Canvas. Das heißt, wir müssen erstmal zu einer Canvas-Werkstatt fahren. Ah, ne, müssen wir gar nicht. Wir sind ja bereits bei einer Werkstatt und die Werkstatt ist ja. Man kann ja auch andere LKWs aufrüsten von anderen Firmen. Brandings. Brad Pitt. Jetzt war mal Tag. Ach so, weil wir kurz bei der anderen Firma da hinten waren, ne? Fürs Protokoll. Wir sind gerade von dieser Werkstatt, wo wir jetzt gerade stehen, haben wir gerade diese Werkstatt besucht, wo wir jetzt gerade stehen. Und haben dafür mehrere Stunden gebraucht. Als ich bei der Werkstatt war, war es Nacht und wo ich zur Werkstatt gefahren bin, wo wir schon waren, ist jetzt auf einmal Tag. Ich hoffe für dieses Spiel, ich muss das nicht verstehen. Danke. So, Konfigurator. Als allererstes, bevor wir hier irgendwas machen, bitte, das Ding hier muss raus. Wie kann man das machen? Hallo, da, nein, da, nein. Wie geht das? Ich bin verwirrt. Ich bin sichtlich verwirrt. Ah. So, du, weg mit dir. Da kommt mal was Sinnvolles hin. Dafür zum Beispiel. Das ist sinnvoll. Handy. Handy ist immer sinnvoll. Dann ist vielleicht noch ein Navi. Wobei braucht man auch nicht. Machen wir lieber Ledergeldbeutel in hier so. So bam. Das, was ein jeder braucht. Oder eine schöne Tasse. Bam. So, das ist simpel. So, und hier. Hier geht es wirklich. Ist ja süß. Pfefferminzbonze. Minzbonze. Ist ja süß. Ein paar Kaugummi hier, so richtig schön. Hier noch mehr Kaugummi. What the fuck? Eieieiei. Wow. Ah, die kann man auch schon wieder hier am Rumspacken hier. Gut, aber gibt es keine Laptops oder sowas? Kann ich hier keine Laptops hinpacken? Was ist denn hier los? Wo ist mein Laptop hin? Ein Tablet gibt es hier auch keine. Was ist denn hier los? Ja, nee, dann lassen wir das Ding jetzt mal frei hier. Weg da, weg da. Weg. Fällt eh nur während der Fahrt runter, wenn wir mal ehrlich. Hier ist schräg. Das kann er nur runterfallen. Gut, hier ist auch jetzt nicht so liegestabil, aber hey. Wir haben bei The Way gar keinen Getränkehalter, fällt mir gerade mal auf. Also das hier wäre, glaube ich, einer. Ich weiß nicht, ob das ein Aschenbecher ist oder ein Getränkehalter. Aber ja, interessant. Weißt du was? Du kommst hier auch nochmal weg. Nein. So. Und so. Sieht besser aus. So. Irgendwelche. Du kannst da zum Beispiel hin. Wir sind zwar nicht in. Sag schon. Hawaii. Aber egal. Jo. Oder wir simulieren mein Lifestyle. Oh.
und packen einfach überall Handys hin. Ey, die überschneiden sich sogar, oder? Kann das sein, dass sie sich da überschneiden? Ja, kann man nicht wirklich erkennen. Ah, nee, komm, wir packen einfach da das Handy hin. Hier so ein Lederpott und das war's dann. Reicht aus. So. Okay. Jetzt gucken wir mal weiter. Hier haben wir mittlerweile neue Aufsätze. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, ob wir hier. Oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Bam. Ne, da sieht das hier fast besser aus, ne? Ey, München mal. LOL. Das ist sogar das Bild, was ich hier habe. Ist zwar ein bisschen anders, ne? Der Gesichtsausdruck ist anders. Aber sonst sieht es schon sehr ähnlich aus. Nice. Die Welt ist klein. So, mal gucken hier. Warenkorb. Das hat hier natürlich alles rausgeschmissen. Ah, meine Fresse. Oh. Einmal mit Profis arbeiten hier. Was war so? Nein, da. Kamera, mach dein Ding. Du dahin. So. Hier wollten wir das Ding nehmen. So. Genau, das ist schon besser. Ah, ne. Alter, trotzdem alles entfernt. Wieso fällt denn alles? Ist der dumm? Ah. Das ist ja mal interessant. Okay, dann, wow. So, hier haben wir auch nur den mit dem relativ kleinen Tank. Genau, die Tanks werden noch kleiner, will ich nicht. Motor, komm, ganz ehrlich. Getriebe haben wir nicht. Hier bleibt alles gleich, hier bleibt auch alles gleich. Jetzt müssen wir hier wieder gucken, dass wir hier wieder Dings bekommen. So. Dann, was ist das denn hier? Ah, noch ein bisschen Windshield. Da würde ich mal sagen, nehmen wir zumindest die beide hier. Ne, das nicht. Das sieht gut aus. Wobei ganz ehrlich, auch das brauchen wir eigentlich nicht. Ich meine, die können wir zumindest Lampen dran machen. Horizontal? Nee, senkrecht meine ich doch. Eben, horizontal wäre gut. Aber das ist nicht horizontal, das ist Bullshit. Naja, was soll's. Ach ja, immer dieses Durchklicken, die klicken. So, wir müssen übrigens dafür sorgen, dass wir nicht mehr als 75.000 ausgeben. Dann kann man nämlich den Kredit, den wir gerade genommen haben, wieder zurückzahlen. Und dann ist ja alles gut. So, hier. Nee, nehme ich nicht. Weißt du was? Wo war das jetzt? Ich bin verwirrt. Hallo. Hallo. Ich bin verwirrt. Ey. 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 Hallo. Hallo. Wie komme ich jetzt an die Dinger hier nochmal an? Verarschen? Ah. Nur von vor. Ist jetzt nicht euer Ernst hier, oder? So, jetzt kommen nicht da ran und die Dinger können nicht nochmal weg hier. Die unteren beiden. Die sehen nämlich scheiße aus. So. Danke. Das ist alles, was ich wollte. So, hier behalten wir den. Hier kommen wir schon. So, hier unten haben wir einen neuen. Europäisch.
Ah ja, gut. Ich meine, ist ja ein Cap-Over. Können natürlich auch in Deutschland fahren. Also Europa. Aber will man das? Ich glaube nicht. So, hier haben wir neue Grills. Würde ich aber ehrlich gesagt gar keinen. Die hier können wir ein bisschen was nehmen. Was ist das denn? Eine Matte vor den Einlass? Da kriegt der Motor gar keinen Wind mehr. Also, über sowas können wir reden. Aber ganz ehrlich, nö. Da gibt es so viele Sachen, die man machen kann. Dualhorn. Nur auf einer Seite? Ernsthaft jetzt? Wieso nicht auf der Seite? Ihr wollt mich doch alles gerade verarschen. Nee, die können auch so bleiben. Erstmal durch die ganzen Dinger durcharbeiten. Was ist hier was? So. Achso, das ist das von hinten. Alter, dieses Mal tauchen die Punkte auf, mal verschwinden sie wieder. Kriegst du ja eine Krise. Okay, das ist hier alles für hinten. Das heißt, wir vorne haben wir soweit alles. Vorne brauchen wir keine. Das würde optisch nur komisch aussehen. Wow. Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. So, hier würde ich gucken, ob wir hier nicht. Doch, da bleiben die. Bleibt alles so, wie es ist, ob du willst und nicht. Brauchen wir nicht. Ich würde fast die nehmen, ne? Die sehen noch schnieke aus. So, der Luftansauger muss auch länger sein. Der muss ja über die Kabine drüber. Sonst macht es keinen Sinn. Und hier können wir. Geht nach vorne. Ja, sieht aber jetzt optisch nicht so geil aus. Ich glaube, da bleibe ich doch hier mit dem. Was? Oh. Der ist so breit. Dann nehmen wir den. Schön. Zwei Luftansaugschlitzen gibt leider erst ab Level 12 scheinbar. Aber gut. Auch nicht so schlimm. Was soll denn Flair? Lol. Alter. Guck mal, haben wir aber schon. Unser LKW wird ganz schön leuchten. Ich merke gerade, der LKW hat sehr viele Tuningsmöglichkeiten. Nice. No, Leiter können wir so lassen, wie sie ist. Das haben wir auch schon dran. Und in Schwarz sieht es auch gut aus. Hier unten weiß wäre blöd. Das wäre optisch nicht so geil. Ja, da würde ich mal sagen, haben wir doch soweit alles. Können wir jetzt nochmal gucken, wie hier drauf. Alle. Ah, nee. Okay, ah, never mind. Ich dachte, ist ja so eine Plastikabdeckung, aber wäre eh kacke gewesen. Hier können wir nochmal drüber sprechen. Das sieht ein bisschen besser aus von die Optik her. Aber auch richtig schöne Blinker jetzt an der Seite. Ich glaube, das macht sogar Sinn. Ja.
So, genau, hier vorne haben wir keine zusätzlichen Blinker leider. Da haben wir nur die, die hier bereits dran sind. Reicht aber aus. Gut, da würde ich mal sagen, Motor zu haben wir, ne? Ja. Und mehr ging ja nicht. Bestellen. So. Bam. Dann können wir jetzt zur Bank und nochmal das hier zurückschicken. Und die können wir auch bald zurückschicken. Ist doch geil. So, jetzt aber. Schlafen müssen wir nicht. Getankt müssen wir, können wir auf der Strecke. Das heißt, wir können uns jetzt direkt eine neue Mission holen. Aufträge. So. Da haben wir zur Auswahl. Nee. 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 Gibt es denn keins, was hier nach unten führt? Ich will schon wieder da oben lang fahren. Weiß ich nicht, ob ich das will. Verträge hier sind auch schon 10.000 Mal gefahren. Was? Ach so, ich muss. Andererseits, da oben waren wir noch nicht so häufig, ne? Mann! So. Ha, ich sag mal so, guck mal. Hier unten waren wir noch nicht, so wie es aussieht. Und hier oben auch noch nicht. Von daher wäre das zumindest eine Sache, wo wir wieder ein paar neue Strecken finden würden, eine Weise finden. Den Abschnitt hier kennen wir zwar schon, aber so groß ist der jetzt auch nicht. Von daher, komm, nehmen wir den. Haben wir wieder 60.000 Dollar. Let's go. So. Okay, here we go. Again. Turn right. Get ready to turn left. Turn left. Oh, kommt der nächste. Warum ist er stehen geblieben? Junge! Direkt wieder Totalschaden. Warum ist der Hund so stehen geblieben? Ah, meine Fresse! Der hält sich am Kopf nicht aus mit den Leuten hier. Er geht ohne die Schranke zu. Ave Maria Josef. In dieser Welt hat man es echt nicht leicht. Die Scheibe hier ist immer so weiß. Was ist los mit der? Warum hupst denn du, Mädel? Die Schranken sind bereit zu. Oh, wie viel dürfen wir blechen? Katastrophe.
Sobald du orange ist, bleiben sie mitten, also bleiben sie wirklich hinter der Haltelinie einfach stehen oder bremsen zumindest sehr stark ab. Einfach mitten auf der Straße, so YOLO. Warum machen die das? Sind die dumm? Turn right. Ja, aber klar, der will natürlich wieder geradeaus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Tachonadel da unten einfach. Normalerweise gibt es da ja immer so eine Pins, die so ein bisschen nach außen stechen, sodass die Tachonadel quasi vom, naja, Bewegungsradius quasi eingegrenzt ist und nicht weitergehen kann als da, ne? Aber die Tachonadel hat scheinbar so eine Begrenzung nicht und wenn wir jetzt wirklich so 300 km/h fahren, dann drehe ich einfach so dreimal rum. YOLO. Also warum tut der LKW echt schwach? Vielleicht sollte ich mal diese Auto-Retarder oder so rausnehmen. Oder diese Automotorbremse. Keine Ahnung, was er da eigentlich nutzt. Aber dadurch, dass er immer dieses Symbol da unten anzeigt, ne, also das hier. Schätze ich mal ehrlich, hier ist die Motorbremse. Und die ist halt sehr schwach, wie man sieht. Ja. Was hat gerade für eine Stimme? Hilfe, Rebecca. So, Auftrag annehmen. Time to hit the road. Und da hinten irgendwo? Ah, der.
Dann stehen wir hier mal schön und machen an der Stelle auch mal Folgenpause. So. Sehr nice. Okay, dann würde ich mal sagen, ja, haben wir es gut gemacht. Bis zur nächsten Folge, wo wir dann die doch längere, relativ lange Strecke in Angriff nehmen, die wahrscheinlich wieder viele Folgen brauchen wird. Mal schauen. Bis dann.